ist Ranja und wir machen eine neue Folge Alltag. Und zwar war ich gerade einkaufen und nun begebe ich mich, es ist schon ein bisschen dunkel geworden, begebe ich mich auf dem Weg nach Hause. Es sieht wirklich schön aus abends in der Stadt. Also das muss man ja immer gesagt haben, es ist wirklich schön. Ich bin hier gerade in einem Parkhaus, wir sind einkaufen gewesen und jetzt, ja, im Prinzip, ich weiß auch nicht, ich muss eigentlich einen halbwegs leichten Weg nach Hause gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich laufe eigentlich mal, ich brauche gar kein Auto nehmen. Und dann, oh, hier bin ich schon ganz unten in der Etage, das ging ja fix. Ja, dann haben wir das, ne? Dann suche ich jetzt hier die Straße, die ich nehmen muss. Ich bin nicht ganz sicher. Mein Orientierungssinn ist leider eher mäßig gut. Ich glaube, hier ist das falsche Ende. Ich glaube, ich bin auf der... Was ist das? Ist das eine Puppe? Was ist denn das? Warum ist hier eine Puppe? Okay, never mind. Ich bin nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich bin noch leicht irritiert. Das ist scheinbar ganz normal. Okay. Wir laufen jetzt hier lang. Ich bin immer noch sehr irritiert von dieser Puppe, aber also da bewegt sich auch nichts. Das ist alles gut. Das ist alles harmlos. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einfach mal keine Gedanken und alles Gute. Ja, und hier fliegt ein T-Shirt, aber es ist jetzt auch weg. Okay, das ist alles in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Dann mache ich mir auch... Von wo kommt das? Von wo kommt die Musik? Okay, links von mir. Da ist da eine Wieso sehe ich denn nichts? Warum ist es denn hier so dunkel? Ich bin immerhin bei den Straßenlaternen. Also sehe ich wenigstens ein bisschen was. Okay, die Musik ist weg. Ich guck mir jetzt diese Puppe an, ja? Ob da irgendwas faulig ist. Alles normal. Ich renne jetzt hier einfach weg. Das wird mir hier auch zu blöd. Ich renne da jetzt weg. Das muss ja nicht sein. Da ist die Brücke, über die ich gehen will. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch geradeaus, ja? Und dann bin ich froh und dann... Okay. Ich muss einfach nur noch... Geradeaus, was war denn das gerade? Wo kam denn das her? Ich muss einfach nur noch geradeaus und dann bin ich da. Der kam aus dem Nix, oder? Der kam aus dem Nix komplett. Also, ich saß da. Also, ich stand da, aber... Was ist denn das? Mir fallen irgendeine Art von Eiern runter. Können Fledermäuse in Minecraft Eier legen? Ist jetzt meine Frage. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Also, kann ja sein, dass es geht und ich mich einfach hier gerade anstelle. Ah! Immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Ruhe bewahren. Ich mache mich auf den Weg, ja? Ich bin auf dem direkten Weg nach Hause. So, hier ist dann nämlich auch das Parkhaus. Ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung gerannt. Da hinten ist die Puppe. Ich gehe in die andere Richtung, okay? Diese Richtung ist der Weg zum Ziel. Hier kommt Musik. Das ist schön. Das ist auch schön. Also, das hat was, muss ich sagen. Da kann man einfach mal sagen, oh, das ist ja was Entspannendes am Abend. Ja, da machst du einen gemütlichen Spaziergang. Blut der Farbe. Gutes 50-50. Wir folgen der Farbe. Wir folgen dem Blut. Hier ist keine weitere Farbe. Oh doch, hier ist noch mehr. Okay, warte, wir folgen der Farbe. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neugierig, was sich da so abspielen könnte. Ob hier irgendwas ist, was... Was ist das überhaupt? Was soll denn das sein? Nein! Nein! Ich folge dem Weg und nun ist ja keine Farbe mehr. Ich bin ja nicht nervös, deswegen singe ich aus Stress. Okay. Das ist nicht vom Laufen gekommen, oder? Verfolgt mich irgendwas? Ich habe das Gefühl, mich verfolgt irgendwas. Okay, Leute. To be honest. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Ich glaube, mich verfolgt irgendwas. Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Ich hab's nicht gesehen.
Was war denn das? Ich gehe einfach geradeaus. Das ist jetzt meine Stressbewältigungsstrategie, okay? Hier ist noch mehr Blut. Kann ich hier weg vom Blut? Ich will nicht, dass das nochmal kommt. Okay. Nein, alles gut. Alles gut. Keine Panik. Hier, das ist Hürdebugs. Das ist nicht schlimm. Die macht mir... Guck mal, was soll die machen? Ja? Die macht hier Geräusche. Jetzt kommt hier nochmal hier der Instrumententeil. Das ist alles ganz normal. Und ich sehe gerade, dass es einfach dunkler geworden ist. Übelst. Also, übelst. Warum? Vor 5 Sekunden war hier noch ein Weg. Warum bin ich eingesperrt? Diese komische Box ist das Einzige, was in diesem Haus ist. Was soll ich denn hier tun? Wie komme ich denn hier raus? Ich bin eingesperrt. Hä? Komme ich hier runter? Okay, da ist eine Treppe. Ich meine, habe ich wirklich eine Wahl? Habe ich an dem Punkt irgendwie noch eine Wahl? Ich denke nicht. Ich bin hier wieder draußen. Hier ist... Okay, das ist einfach nur eine optische Täuschung. Und jetzt bin ich hier hardstuck mit irgendwelchen komischen Boxen, die reden. Oder, keine Ahnung, das Klaviergeklimper ist ja noch das Beruhigendste in der Sache. Und überall das Blut. Was? Nein. Nein, stopp. Stopp den Wahnsinn. Da leuchtet zwar. Okay, das ist eine Fackel. Eine Fackel ist der Freund des Menschen. Wisst ihr, was die Fackel bauen wir sogar? Dann nehmen wir noch eine Fackel in die rechte Hand. Dann haben wir doppelte Fackelpower. Falls es nochmal dunkel wird. Es ist mir ganz egal. Ich hab jetzt 2 Fackeln. Das ist eine Fledermaus. Eine Fledermaus tut mir nicht. Warte. Okay. Bin ich mir das ein oder war da was? Da war nur die Puppe, oder? Ich hab ehrlich gesagt gerade auf meine Fackel geguckt. Okay. Woher kommt denn das Geräusch? Ich renne. Okay. Das ist der Punkt, ja? An dem regst du dich in Horrorfilmen immer über die Leute auf, die dann denken, oh, ich bleib eine Weile da stehen und guck mir an, was da los ist. Nein, wir rennen. Ich habe hier keine Lust zu sterben, okay? Das muss nicht sein. Da ist schon wieder... Die Musik ist beruhigend. Ich weiß nicht, ob die Musik mich beruhigen oder verängstigen soll. Ich erschrecke mich mittlerweile selbst vom Schatten von den Fledermäusen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. So, ich bin wieder auf der richtigen Straße. Und dann atmen wir kurz durch. Warte, hier ist irgendwas. Ja, hier war irgendein Schatten. Hier ist irgendwas. Kann ich hier irgendwo lang? Kann ich hier irgendwo runter? Bin ich hier irgendwie? Hallo? Das Ding sah gerade aus wie eine Hand. Das sah aus wie eine Hand. I swear, ich hätte schwören können, da reicht jetzt eine Hand runter. Und... Leute, ihr wisst nicht, unter was für einem mentalen Stress ich hier gerade stehe, okay? Ich denke mir nicht... Ah! Oh, ich fliege. Oh, okay, ich fliege raus. Okay, ich bin frei. Ich kann fliegen. Ich bin frei wie ein Vogel. Ich singe gar nicht schön, aber das ist jetzt egal. Mann. Das war nicht geplant. Okay, wir laufen weiter. Ich bin bald zu Hause, okay? Mir kann ehrlich gesagt... Was soll denn passieren, ja? Ich bin... Kurz vorm Apartmentkomplex. Ich glaube, hier ist es auch schon, oder? Das sieht aus wie das Gebäude, wo ich wohne. Obwohl, das sieht alles irgendwie ähnlich aus. Wieso habe ich mich jetzt geportet? Nein! Was? Nein! Wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Ist das so eine Art Abfluss? In die Richtung gehe ich nicht. Okay, in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich will nicht ins Dunkle. Das heißt, da ist auch ein Einkaufswagen. Warum? Wir gehen jetzt hier raus. Komme ich hier raus? Das kann ja nicht so schwer sein. Ich muss hier irgendwie rausfinden. Es gibt einen Weg zurück. Die Dinger waren hier vorher noch nicht da. Komme ich hier irgendwie raus? Bin ich hier gefangen? Muss ich die Dinger abbauen? Ich schwimme hier im Wasser. Oh, ich komme hier raus. Flashed. Slippery. Was? Was?
Was? Wo ist... Komm hier nicht raus. Ich bin immer noch slippery. Und jetzt ist hier einfach nichts mehr. Ich will meine Fackel in die Hand nehmen. Ich will das Licht. Ich komme hier. Ich bin hier fest. Okay, wir müssen in die Richtung gehen. Komm mit mir. Wir haben keine Wahl. Wir müssen. Okay, das ist eine Fledermaus. Okay, alles. Das ist nur eine Fledermaus. Die Fledermaus hier sind Ballons. Das ist auch schön. Komme ich auch nicht raus. Hier ist der Abguss zu. Das heißt, dahinter kann aber auch... Was ist denn das? Für ein Vieh! Nein! Ich will nicht... Nein, ich komme nicht mit dir. Was bist du überhaupt? Wo kommen denn die Eier her? Nein, nein, nein. Ich will hier raus. Ist der dahinter? Ich sehe hier nichts. Seht ihr hier was? Muss ich da unten rein? Ich soll da runter. Ich muss da runter. Vielleicht ist das der Ausweg. Hier ist eine Art Skeletthund. Muss ich da rein? Ich glaube, hier ist der Ausgang, okay? Ich glaube, hier geht's raus. Hier ist Wasser, ja? Das ist okay. Kanalisation. Kanalisation war noch nie ein gruseliger Ort. Okay. Kanalisation. Hier ist ein Fisch. Das ist ja schön, dass ich hier einen Fisch habe. Dankeschön, Florian. Dankeschön. Komm, Geräusche und alles ist ganz fies und ganz doof. Und oh mein Gott, bin ich froh, dass ich hier raus bin. Okay, jetzt bin ich wieder bei McDonald's. Ich war doch schon viel weiter. Ich war doch nicht mehr bei McDonald's. Okay, Perplexity. Das heißt, ich muss andersrum drücken, als ich laufen will. Das ist nicht schlimm, das kriege ich hin. Das kann ich, okay? Ich drücke einfach die Rückwärtstaste und dann laufen wir geradeaus. Scheinbar kann ich mich jetzt einfach gar nicht mehr bewegen. Was ist das? Slippery. Ich komm hier nicht vom Fleck, okay? Hier, jetzt, ich komme wieder vom Fleck. Hier ist ein fliegender Kekskrümel. Hier ist da ist ein fliegender Keks, der verteilt Kekskrümel. Entschuldigung. Ich wollte mich jetzt hier nicht falsch ausdrücken. Ist mir sehr wichtig, dass ihr diese blöden... Und das Ding. Geh weg. Geh weg von mir. So, diese blöden kleinen Puppen, die überall aus dem Nichts auftauchen, ja? Und dann denkst du dir weiterhin nichts Böses und dann bist du in einem Gully. Und dann denkst du dir weiterhin nichts Böses und willst fliehen. Und dann kommt irgendein komisches Werwolf, Monster, Vieh, was auch immer das war. Und sagt, ja, komm mit mir. Hahaha. Wo bin ich hier? Perplexity geht noch. Ich glaube, hier bin ich auf einem guten Weg. Okay, das ist meine Wohnung. Das hier. Das ist nur ein Farmer. Das ist nur ein Dorfbewohner. Das ist nicht mein Haus. Ich war mir so sicher, dass es das ist. Nein. Okay. Jedes Mal, wenn auf mich geschossen wurde, dann kam danach nicht... Hier, das ist mein Haus. Oh mein Gott, das ist mein Haus. Ich bin mir so sicher. Das ist es. Da. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Leute, ich bin ja so erfolgreich. Ich bin der Navigator. Navigator? Nummer 1. Ich war so kurz davor, wo bin ich? Nein! Ich bin wieder bei McDonald's! Ich will nicht wieder bei McDonald's sein! Ich will nach Hause, okay? Ich will einfach nur noch nach Hause! Das war's! Okay? Das war's! Wenn ich mir wenigstens den Weg gemerkt hätte. Okay. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft. Bald geht ja auch die Sonne auf. Ich meine, es kann nicht ewig Nacht sein. Ich habe das Gefühl, diese Steinchen. Ich weiß nicht, ob die entstehen, wenn ich renne. Weil manchmal höre ich da noch so Geräusche. Aber jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ist irgendwas da. Und jetzt fiept es auch noch. Ich weiß nicht mehr,
was hier normal ist und was nicht. Und ich werde langsam paranoid. Das sind Fledermäuse. Ich bin mir sehr sicher, dass das Fledermäuse sind, aber die sind sehr aufdringlich irgendwie. Gerade. Okay. Das ist ein Schwein. Kurzer Überblick. Aus der Richtung komme ich, ja? Aus der Richtung war der McDonald's. Hier, keine Ahnung, was das ist. Sieht irgendwie aus wie so eine Art Tiefgarage. Hier ist das Bild von Flo. Ja? Da. Warte. Nee, das ist ein anderes Bild von Flo. Warte, das gucken wir uns mal kurz an. Warum? Also, überall sind diese Bilder und alles ist irgendwie auch nicht so. Wieso? Wieso? Ich meine, was möchtest du mir damit sagen? Durchatmen, Ruhe bewahren. Keiner muss hier Angst haben, es ist eine friedliche Nacht. Alles ist gut. Ich meine, wer kann uns wirklich was tun hier? Das da hinten, was da gerannt ist, war nur ein Schwein. Das heißt... Ah! So, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Alltag. Gebt gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat, ob ihr es gruselig fandet, ob ihr es cool fandet, ob ihr euch erschreckt habt oder ob ich die einzige schreckhafte Person hier bin. Ich weiß ja nicht. Ansonsten schaut unbedingt bei Flo und Tops vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!